Ich darf heute ein bisschen was erzählen. Es ist wirklich nur ganz kurz, weil das Thema ist nicht ein sehr großes Thema. Laienbedienbare Gebäudeeinspeisung. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Eckhard Wiese. Ich bin Elektroinstallateurmeister, so hieß das noch zu der Zeit, als ich das gemacht habe, schon ein Weilchen her. Ich bin 60 Jahre alt und seit 2009 bei Mennekes dabei. Das heißt, im Grunde die gesamte Zeit der Elektromobilität, und dazu habe ich dann auch morgen ein Thema. Wenn Sie also morgen nochmal hier sind, dann darf ich Ihnen da ein bisschen was zu erzählen. Ich arbeite im Unternehmen als Trainer im Bereich Elektromobilität, aber auch im Bereich CE-Steckvorrichtung, also Industriesteckvorrichtung. Und genau das ist jetzt mein Thema. Um was geht es? Zunächst mal, warum überhaupt laienbedienbare Notstromeinrichtungen? Warum müssen wir die überhaupt haben? Das ist die Frage. Dann normativer Hintergrund, das heißt, was hat sich geändert? Denn da hat sich was geändert tatsächlich im letzten Jahr, und deswegen macht es auch Sinn, das tatsächlich hier zu zeigen. Dann die praktische Umsetzung, das heißt, ich zeige Ihnen einfach mal ein paar Produkte, die wir dort einsetzen können. Und zum Schluss schauen wir uns das Fazit an. Also, warum überhaupt laienbedienbare Notstromeinspeisung? Die meisten Einrichtungen, die das betrifft, das sind zum Beispiel kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, wie Pflegeheime, aber durchaus auch Feuerwehrhäuser und ähnliches, landwirtschaftliche Betriebsstätten. Stellen Sie sich vor, der Landwirt kann nicht melken abends, das machen die Kühe nicht lange mit, dann muss er eine Einspeisung haben. Und die Installation dieser Einspeisung, die muss eben grundsätzlich durch den Elektroinstallateur erfolgen. Das heißt, das macht nicht irgendein Laie, sondern das macht ein Elektroinstallationsunternehmen, und der muss sich natürlich dann auch mit diesen Themen auskennen. Bei der eigentlichen Notstromversorgung selber, also bei der Einspeisung, da ist es tatsächlich so, dass das dann doch eher Elektroleien sind, die das Ganze einspeisen. Elektroleien wie zum Beispiel die Leute vom THW, die Leute von der Feuerwehr, natürlich sind da auch schon mal Elektriker bei. Aber man muss zunächst mal davon ausgehen, dass es elektrotechnische Laien sind, die diese Einspeisung vornehmen, und somit will man die natürlich auch davor schützen, dass sie irgendetwas falsch machen. So. Sicher ist wichtig. Und deswegen gibt es eine Norm. Die DIN VDE 0100 Teil 551. Das ist die Mutter der Normen. Die steht halt oben drüber. Dort sind spezielle Steckvorrichtungen gefordert. Steckdosen, Stecker, alles Mögliche werden gefordert, und zwar wird gefordert sogenannte Ein-Uhr-Steckvorrichtungen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Schutzleiter in Ein-Uhr-Stellung ist. Bei den normalen CE-Steckvorrichtungen, die wir kennen, die wir normalerweise verbauen, haben wir die sogenannte 6-Uhr-Stellung. Das sind oftmals die roten Geräte, und die 1-Uhr-Stellung sind sogenannte Sondergeräte. Diese werden hier eingesetzt, und die Norm verlangt eben den Einsatz dieser Steckvorrichtung. Dadurch soll eben eine sichere Handhabung stattfinden, um die Stromverteilung von hier aus fortzuführen. Alle Steckvorrichtungen sind gefordert, und auch das ist neu, ich zeige das gleich nochmal, einen kurzen Überblick, alt und neu, sind gefordert in IP67. Das hat einfach damit zu tun, dass man, ja, was hat man denn letzte Zeit für Notfälle? Überschwemmungen, ne? So, und da hat man da halt immer mit Wasser zu tun. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man da keine Produkte einsetzt, die IP44 sind, sondern eben IP67. Steht jetzt in der Norm drin. Diesen normativen Hintergrund gucken wir uns mal ganz klein an. Das heißt, bis letztes Jahr war die 0100 Teil 551, gab es ein sogenanntes Beiblatt 1. Und jetzt gibt es eben den Teil 2. Da ist einiges drin verändert worden. Das gucken wir uns mal an. Das ist nicht so viel. Was da verändert worden sind, sind Kleinigkeiten, aber die sind durchaus entscheidend. Bis Ende des Jahres hat man von einer sogenannten Notstromeinspeisung gesprochen.
Jetzt spricht man von einer Ersatzstromversorgung. Der Witz an der Sache ist, dass das Ganze nicht normativ festgelegt ist. Wir gucken uns gleich mal noch an, wie man das betrachten kann. Bis Ende des Jahres war normativ festgehalten sowohl die einphasige Einspeisung wie auch die dreiphasige Einspeisung. Diese einphasige Einspeisung wurde auch gerne mit Schoko gemacht. Das ist nicht mehr statthaft. Das heißt, selbst wenn ich eine einphasige Einspeisung mache, muss ich eben diese Ein-Uhr-Steckvorrichtungen nehmen und muss damit dann eine einphasige Einspeisung machen. Schutzart hatte ich gerade schon gesagt, bis dahin waren die IP44 vorgeschrieben, jetzt nur noch ausschließlich IP67. So, und was dazugekommen ist, ist die Kennzeichnung, das heißt, die Einspeisestelle muss eindeutig gekennzeichnet werden, ob ich als Elektroleihe dort einspeisen darf oder nicht. Das ist eindeutig geregelt, da gibt es Schilder für, zeige ich Ihnen gleich mal noch. Jetzt geht es mal um das Wording. Es gibt nicht wirklich eine Festlegung, wo man sagt, das heißt jetzt unbedingt Ersatzstrom, das heißt unbedingt Notstrom. Es gibt in einigen Fachbüchern eine Erklärung dafür. Dort wird gesagt, Notstrom ist es, wenn ich einzelne Verbraucher mit Notstrom versorge. Das wäre zum Beispiel eben nur die Heizung oder beim Bauern der Melkstand. Ja, das wäre eine sogenannte Notstromeinspeisung. Bei Ersatzstrom geht es oftmals um komplette Anlagenteile, die hier versorgt werden. Das kann möglicherweise ein ganzer Bürotrakt sein. Es ist wichtig, dass man hier im Vorfeld bei der Installation eben darauf achtet, dass man die Größe dieser Teile, also die Größe dieser Anlagen, so auslegt, dass wir hier auf maximal 125 Ampere kommen, besser nur 63 Ampere, dass man das dann eben auch mit entsprechenden Einspeisegeräten wieder einspeisen kann. In der VDE 0100-521-2 wird von Gebäudeteilen mit und ohne Ersatzstromversorgung gesprochen. Also das muss ich vorher bei der Installation des Gebäudes, muss ich das schon beachten und muss darauf hinarbeiten, dass entsprechend die Ersatzstromversorgung dann vorbereitet ist. So, Punkt 1, es wird nur noch von der vom dreiphasigen Betrieb ausgegangen. Selbst wenn ich einphasig einspeisen will, nur über dreiphasige Steckvorrichtungen. Da gibt es einen Auszug dazu, dass eben auch bei einphasiger Einspeisung die dreiphasigen Stecker benutzt werden müssen. Also bitte nicht mehr mit Schoko und auch nicht mehr mit den blauen CE-Steckvorrichtungen. Bitte Einspeisung nur noch hiermit. Welche Produkte setzt man dafür ein? Es gibt Stecker mit 1-Uhr-Steckvorrichtung. Übrigens, wenn Sie sich die anschauen wollen, hier gibt es nebenan so einen Stand, da können Sie gerne mal gucken. Da haben wir die dann auch da. Da können Sie sich die Natura anschauen. Dann gibt es passende Kupplungen dafür. Es gibt Steckdosen dafür, die man dafür einsetzt. Es gibt Einspeisegeräte. Es gibt Wandgeräte. Und es gibt sogar komplette Einspeisemöglichkeiten, wo ich den Umschalter, den wir uns gleich mal noch angucken, direkt mit drin habe. Ja? Ich muss also, wenn ich so etwas mache, wenn ich eine solche Einspeisung habe, bestimmte Dinge beachten. Eines der wichtigsten Dinge dabei ist, dass ich einen vierpoligen Umschalter habe, wo ich also auch den Neutralleiter mit wegschalte, der in jedem Falle über Null gehen muss, damit eben nicht zwei verschiedene Netze aufeinanderprallen. Naja, wenn Sie jetzt sagen, als Elektriker sollte uns das eigentlich klar sein. Ne? Betriebsstrom maximal 125 Ampere pro Anlage. Das habe ich eben schon mal gesagt. Vielleicht achtet man da sogar drauf, dass man eventuell nur 63 Ampere hat und gar keine 125 Ampere.
Wie gesagt, das höchstmögliche an Einspeisung ist tatsächlich 125 Ampere. Was ist noch wichtig? Die sichere Fehlerstromrückführung muss gewährleistet sein. Warum ist das so wichtig? Nun, die Sicherungsorgane, die ich im Haus habe, also FI-Schutzschalter, LS-Schalter und so weiter, die sollen ja weiterhin funktionieren. Ich schalte ja nicht irgendetwas davor, was die komplette Sicherheit für das Gebäude übernimmt, sondern das, was ich vorschalte, soll lediglich die Leitung schützen. Und damit eben die Geräte, die Sicherheitsorgane wie RCD oder Leitungsschutzschalter weiterhin funktionieren, wenn die im Gebäude angebracht sind, muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich eine sichere Rückführung der Fehlerströme habe, sodass ein FI-Schutzschalter im Haus auch auslösen kann. So, habe ich jetzt irgendwo falsch drauf gedrückt? Ah, nee. Wie muss so ein Punkt aussehen, so ein Einspeisepunkt? Also erstmal muss er natürlich eine Einspeisesteckdose haben, eine Gerätesteckdose muss irgendwo sein. Dann muss dieser Umschalter vorhanden sein. Es muss irgendwo in der Kette auch ein FI-Schutzschalter verbaut sein. Der muss jetzt nicht unbedingt mit in dem Gehäuse drin sein, wo die Steckdose drin ist. Den kann ich auch davor setzen, das ist egal. Dann muss ich möglicherweise noch Geräte haben, die das Ganze überprüfen, wo ich also gucken kann, sind alle Phasen da, ist das richtige Drehfeld da. Auch solche Geräte sind da und dann speise ich eben in die notstromberechtigte Anlage ein, so heißt das. So, die Einspeisung selber kann auf zweierlei Arten installiert werden. Das ist also die Frage der Installation. Wie mache ich das? Entweder habe ich eine sogenannte laienbedienbare Einspeisung oder eben eine Ersatzstromeinspeisung, die nur durch die Elektrofachkraft gemacht werden darf. Ziel sollte es sein, grundsätzlich Ersteres zu haben, sodass tatsächlich im Bedarfsfall eben die Feuerwehr oder auch der THW, wie auch immer, kommen können und können dort einspeisen. Das heißt, die müssen dann, Matthias, entsprechende Notstromaggregate haben, wo eben auch die Ein-Uhr-Steckvorrichtungen dran sind. Das ist ganz wichtig. Ich sage, warne die Elektriker immer davor, kommt nicht auf die Idee, Adapter zu bauen. Auf der einen Seite einen roten Stecker, auf der anderen Seite einen weißen. Das kann ganz böse, böse, böse ins Auge gehen. Deswegen bei der Einspeisung, die Feuerwehren, die THW-Leute, die wissen das eigentlich mittlerweile, dürfen nur noch solche Notstromaggregate eingesetzt werden, die auch die 1-Uhr-Steckvorrichtungen haben. So, was haben wir sonst noch? Die Leitung, das heißt, die zuständige Leitung, die gehört mit zu der Anlage dazu. Das heißt, auch da gibt es Vorschriften drüber. Wir sehen hier wieder die maximal 125 Ampere, die drin sind. Wir sehen wieder die 1-Uhr-Steckvorrichtung. Die Anschlussleitung hat eine, wo habe ich stehen? Ich gucke gerade nach der Länge. Wenn man so nah davor steht, sieht man es nicht. Hat eine maximale Länge, die sie haben darf. Und ganz wichtig, diese Leitung gehört zum Gebäude. Das heißt, nicht die Feuerwehr hat diese Leitung bei, sondern diese Leitung muss am Gebäude an einem sicheren Ort verstaut werden. Gehört also mit zur Notstromeinspeisung dazu. Fazit: Es muss alles durchgegangen werden, was man so in der Kundschaft hat. Gibt es irgendwo diese Bereiche? Gibt es etwas, wo wir so etwas nutzen müssen, wo wir etwas vielleicht möglicherweise verändern müssen, wo wir vielleicht von Schuko auf CE umrüsten müssen? Das alles muss gemacht werden. Und das Gelbe gilt natürlich auch für die Stromerzeuger. Aber die Feuerwehren, die THWs, die damit arbeiten, die wissen das. Die wissen, dass sie ihre Anlagen zu überprüfen haben und damit dann eben ja, entsprechend so einspeisen können,
wie sie sollen. Nebenan bei uns am Stand gucken, da haben wir auch Experten für dieses Thema. Wenn Sie sich da etwas anschauen wollen, da haben wir Produkte, die wir zeigen können. Und dann würde ich sagen, bin ich durch. Etwas schneller als gewohnt, aber Dankeschön.